Es geht weiter mit Let's Play Painkiller Damnation. Ich bin es euer Simofix. Im letzten Mal waren wir auf diesem schönen Vergnügungspart und sind mit der Achterbahn gefahren. Dann waren wir im Gruselkabinett und dann haben wir Horden von Untoten getötet. Und was machen wir jetzt? Antwort A, noch mehr mit der Rasselbahn fahren oder Antwort B, noch mehr von den Untoten zerquetschen. Ich würde sagen, so wie das gerade hier aussieht, fahren wir jetzt wirklich mit der Achterbahn hier. Oh, da ist eine Seele da. Ist eine Seele. Wo ist mein Seelensauger? Da. Oh, irgendwie leckt das, wenn ich den Seelensauger aktiviere. Ja, wahrscheinlich können wir da irgendwie draufspringen, aber wisst ihr was? Wayne, ich brauche das nicht. 5 Sekunden später. Nein, ich bin tot. Oh, wir fahren jetzt wirklich Achterbahn. Juhu, Achterbahn. Yeah. Yeah. Oh, oh. Wow. Clowns! Ah! Oh, jetzt geht's abwärts. Jetzt geht's abwärts! Oh nein. Nein! Viel zu viele explosive Heinis. Entschuldigung! Das war eine Breitseite. Und jetzt geht's auf und jetzt kommt der. Oh nein, 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 bitte kein Looping, bitte kein Looping! Au, au! Oh, Lenny Garner, du musst auch morgen Kopfschmerzen haben. Boom! Aus der Bahn, mein Freund. Es ist nur Platz auf dieser Bahn für einen. Und jetzt dreht sie sich auch noch. Da sind die ekligen Clowns. Aber die ekligen Clowns sind down. Und jetzt geht's... Oh, oh nein. Oh nein. Oh nein. Ey, dieses Level ist echt dermaßen geil. Kann man nichts dagegen sagen. Und da geht's wieder hier wunderschön durch. Und da sind wieder ein paar meiner Freunde. Jetzt sind sie nicht mehr meine Freunde. Denn jetzt sind sie tot. Genauso wie diese Kleinen gleich. Stimmt's, meine Freunde? Also, wenn ihr auch wirklich euch auf die Gleise stellen wollt, dann müsst ihr auch mal damit rechnen, dass ihr einfach mal so überfahren werdet. Oh, durch den Busch und jetzt geht's wieder aufwärts. Jetzt geht's aufwärts. Jetzt! Jetzt! Oh nein. So. Juhu! Oh nein. Jetzt, jetzt, yeah, oh nein, oh nein, nein! Also Leute, wirklich, das mit Abstand geilste Level bis jetzt in diesem Spiel. Richtig toll gemacht! Oh nein, jetzt geht's wieder auf, oh, da sind wieder diese ekligen Clowns! Und jetzt geht's wieder abwärts, oder? Oder? Nee, oh nee, jetzt gehen wir dahin. Das war irgendwie nicht so gut. Irgendwann hat mich, glaube ich, jeder einzelne von denen getroffen. Okay, und jetzt geht's. Oh, jetzt geht's in den Totenkopf. Und in den Totenkopf. Oh, Da hat's Matsch gemacht. Okay, lange überlebe ich das aber nicht mehr. Ich würde gerne mal wieder aussteigen. Oh nein. Jetzt geht's jetzt richtig los, oder? Oh nee. Oh nee. Oh nee! Da kommt der Absturz! Boom! Ach nee. Nene Garda, der hat keine Angst vor Achterbahnen. Der ist ein Mann. Ich habe natürlich auch keine Angst, aber ich habe davor Angst, dass irgendwelche Leute Molotows aus mich werfen. Das ist nicht sehr freundlich. Und jetzt wieder zurück. Und wo geht's jetzt? Ah, da sind wieder Clowny Boys. Clowny Boys. Gut, wer will noch mitspielen? Komm, wer von euch? Oh, der Himmel sieht irgendwie nicht so gut aus. Ich glaube, es wird bald regnen, oder? Es wäre echt, der Himmel da aussieht, regnet es bald irgendwie Schwefel. Entschuldigung. Meine Schuld. Und, oh, jetzt geht's hier wieder zurück. Und, boom. Und wir sind da. Hammergeiles Level. Spielzeit 15 Minuten 56, schlaflos, 192 von 224 getöteten Gegner, gesammelte Seelen 121 von 224, gefundenes Gold 30 von 692, gefundene Rüstung 2 von 4, entdeckte Gegenstände 0, gefundene Munition 42 von 86, Cheshire der Böckler 39 von 51 und kein Geheimnis. Ah, wir haben beide Tarotkarten freigeschaltet, wie geil. Tötet ein Monster hintereinander mit einem Sägeblatt und kontrolliert 25 Gegner mit dem Soulcatcher. Wir haben noch nie beide Tarotkarten geschafft, beide freizuschalten. Und jetzt? Respekt, würde ich mal sagen. Wut, du verursachst doppelten Schaden. Goldene Karten halten für 10 Sekunden länger, die Welt bewegt. Ich würde sagen, wir tun das weg.
und dafür uns das holen. Das hört sich cool an. Gut, dann geht schon weiter mit dem nächsten Level. Und das ist jetzt schon das vorletzte Level. Irgendwie fand ich das vorige Level ein wenig sympathischer. Oh nein, nicht die da. Oh nee, nicht die. Die mag ich nicht. Kommt. Okay, jetzt geht's, wie es aussieht, wieder zurück, weil bis jetzt die beiden, diese Ritter, die beiden Ritterarten, die hier sind, das sind auch die aus dem allerersten Level da vom Friedhof. Okay. Ist ja ganz lustig, aber diese einen da, die finde ich echt schlimm. Die so unglaublich schnell auf einen zulaufen. Ja, die nicht, die sind entspannt. Hä? Hä? Wo zur Hölle? Keine Ahnung, wo die herkommen. Ah, da. Gut. Wollt ihr noch mehr? Dann kriegt ihr noch mehr. Ich bin ja ein netter Mensch. Bei mir gibt's Leid und Tod für euch alle, wenn ihr wollt. Und das war's schon wieder, oder? Schön gemacht. Gut, die Seele brauchen wir nicht mal. Wir haben ja 100, mehr als 100% Leben. Dann kann man die ja nicht einsammeln. Was ist hier schön ist, ich finde meine Rüstung echt schön. Oh. Süß. Ein kleiner Skelettritter, ist das nicht putzig? Oh. Okay, 2. Oh, 3, 4. Kein Problem. Ich bin ja ein einziger normaler Mensch, aber egal. Schick die Horn von Untoten, das ist kein Problem, denn ich bin Daniel Garner. Und wo kommt die Munition her? Die war vorher nicht da. Willst du mir noch deine Seele geben? Okay, deine Seele habe ich schon. Finde ich gut. Ja, 7 Legionen Seelen, da muss man sparsam sein. Da darf man hier nicht einfach seine Seele übersehen. Habt ihr das Spawn gerade auch gehört von irgendwie 100 Millionen Viechern? Ja, 100 Millionen vielleicht nicht ganz, aber wer weiß, kann er noch werden. Zack, zack, zack. Oh. Oh. Oh! Ey, wie die immer hinter einem spawnen. Das ist irgendwie schlimm. Aber kein Problem für uns. Besonders wenn wir unseren Soulcatcher haben. Ja, schauen wir mal zu, wie der das so macht. Der kriegt das schon hin. Hey, du sollst uns beschützen, du Honk. Bist unfähig. Unfähig. Ich schäme mich für uns beide. Ja, wo zur Hölle läufst du hin? Ah, und jetzt wirst du wieder zerstückelt. Ah, schäm dich. Ah, vielleicht soll ich mich hier nicht hinstellen, genau wo die Monster alle spawnen. Okay. Boom. Ach, ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Okay, gut, ersten Abschnitt schon mal geschafft. Ja, war jetzt noch nicht so schwer. Aber was er noch nicht ist, kann er noch kommen. Zum Beispiel hier? Oh nein, explosive Fässer. Oh ne. Oh ne. Dann würde ich sagen, kommt her, meine Freunde. Bam! Oh. Ah, die wieder, diese Säckengurus. Die kennen wir doch auch irgendwo her. Die kennen wir doch auch. Ach, wir kennen euch doch alle. Wir alle schon gesehen, alle schon erlebt. Denn wir waren ja auch schon überall. Wir waren da in irgendwelchen Tempeln. An der anderen Seite der Welt. Dann in irgendwelchen Klöster mit diesen Sektradis auf Friedhöfen, wo man auch auf einem Jahrmarkt, auch in der Oper, ach, die ganze Welt besuchen wir hier. Die Zahl des Tieres. Aha. Die Zahl des Tieres. Was ist die Zahl des Tieres? 400. Ah ja, stimmt, die Antwort der Frage, das ist ja 42. 42! Jeder, der irgendwie den Witz nicht versteht, der ist ungebildet. Und hat niemals Per Anatomie Galaxis gelesen. Unbedingt nachholen. Gutes Buch. Gute Bücher. Oh, Schätze? Oh nein. Ah, ich weiß gerade, warum ich keine Schätze finden will. Ich habe gerade herausgefunden, warum ich es gut finde, dass ich nie Schätze finde. Oh nein. Will ihr weg, will ihr weg, will ihr weg, will ihr weg! Willst du mich in Ruhe lassen, Dicker?
Hey, habt ihr doch nichts getan? Ja, hallo, da steckt ein Spieß in deinem Bau. Kleiner, da ist gerade was explodiert. So nennt sich Granate, aber ich weiß, es stört dich nicht. Okay, wir haben zwei Schätze gefunden. Juhu, natürlich. Wurden wir dann erstmal fast zermatscht. Oh, ich glaube, das war nicht mal ein Schatz. Ich glaube, das war einfach nur der Schlüssel, den wir brauchen, um weiterzukommen. Oh. Ich hab gedacht, ich hab zum allerersten Mal Schatz gefunden. Ich bin so enttäuscht. Oh nein. Seele. Ja, ich will irgendwie dahin. Da ist es mir irgendwie sympathischer und nicht da. Das schreit irgendwie so nach tobender Verdammnis, aber naja. So sieht ja irgendwie das Leben von den Karten aus. Tobende Verdammnis. Und hier liegt irgendwo Rüstung. Oh. Will nicht mit euch spielen. Hab schon genug mit eurem esslichen Schwestern gespielt. Ah. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es da? Au! Warum trifft mich jeder Schuss mit von den Heinis? Dankeschön, ihr seid cool. Kann 64 Seelen. Nein, 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 keine 66 Seelen. Nein, 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 nicht einsammeln. Bloß nicht. Hier wieder ein paar Bolzen eingesammelt und weiter geht's. Okay, jetzt kann ich spawnen. Jetzt habe ich kein Problem. Bam, 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 bam. Jetzt können wir spielen, meine Kleinen. Kommt, wo seid ihr? Kommt zu Papa. Kommt zu Papa. Oh, Rüstung. Wo seid ihr? Kann man da runterspringen? Zack, zack. Ja, klar, natürlich bei dem scheitert. Oh, das war irgendwie sehr dumm von mir. Wow, was bist denn du? Achso, die da. Oh, jetzt haben wir ein paar von denen kontrolliert. Das kontrollieren wir jetzt. Das ist praktisch. Und das ist sogar sehr praktisch. Okay. Dann macht der mal hier schön die Drecksarbeit für uns und wir kümmern uns so lange hier einfach schön ruhig und entspannt um die Heinis. Und warum ist der gerade bitte 5 Meter hochgeflogen? Ich weiß es nicht, ich will es nicht wissen. Aber eins weiß ich, dass du jetzt erstmal down gehst. Was? Warum bist du nicht down? Okay, dann wirst du halt pulverisiert. Ich weiß, schlechte Wortspiele FTW. Und noch und zwei Leute eingesaugt. Und jetzt auch den letzten. Ah, okay. Den letzten. Oh nein. Ich hab gar... Oh, ich hab irgendwie gerade das Gefühl, dass auf einmal hinter mir 20 Leute gespawnt sind. Normalerweise ist es ja so. Okay, jetzt sind wir erstmal wieder bei 16 Seelen. Das dauert jetzt mal wieder ewig lang, bis wir wieder mehr haben. Da oben will ich hin. Da oben will ich hin. Nein, ich muss da echt hin. Ich brauch die. Boah, warum kann ich die nicht mit dem Ding hier herholen? Ich habe auch ehrlich gesagt nichts, mit dem ich die da runterholen könnte. Das ist ärgerlich. Auf der anderen Seite war da eigentlich noch was. Ja. Glück gehabt, dass ich nochmal vorbeigeschaut habe. Okay. Dann haben wir jetzt wieder die Waffe und jetzt können wir hier rausgehen. Gut. Ob es hier besser aussieht, ich weiß es nicht. Aber wir werden es gleich herausfinden. Und nein, ich hau nicht auf die Fässer drauf. Ich bin nicht so blöd. Ich weiß. Mir ist das in, ich glaube, Part 2 passiert, dass ich da alles kaputt geschossen habe. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ah! Wow! Ja! Ja! Übertreib! Oh! Ich höre so: Bang! Spawn! Bang! Spawn! Bang! Spawn! Bang! 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 100.000 Leute spawnen da und da. Turm der Verdammnis, das ist Painkiller Hell and Damnation. Okay, da unten, oh nee, das sieht mir irgendwie wie eine Arena aus. Oh, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl, Leute, ein ganz schlechtes. Naja, wir werden es ja gleich herausfinden. Aber gleich heißt noch nicht jetzt, denn gleich heißt es im nächsten Part von Let's Play Painkiller Hell and Damnation. Bis der neue MC Mafex, haut rein und bis zum nächsten Mal. Und dann werdet ihr auch alle erleben, ob ich diesen Sprung überlebe. Bis dann. Haut rein. Vielen Dank fürs Zusehen.